Ja, ich nehme für YouTube ein Video auf und dann muss man auch immer ins. Leck mich doch am Zückerli. Video Quatsch. Eine Minute, 37 Sekunden später. Mahlzeit, Freunde. Ich gehe wieder weiter. Ich habe heute, das war eigentlich nicht geplant. Ich muss heute hier Wasserhahn. Ja, habe ich erst im Januar gekauft. War natürlich so ein billig China-Ding, weil. Ich kann euch mal zeigen. Ich habe hier das Waschbecken. Das Waschbecken haben wir eingebaut. Wir haben hier nur einen Kaltwasseranschluss. Und habe mir gedacht, okay, bei eBay gab es hier diesen, ja, das ist quasi wie ein Durchlauferhitzer, nur halt im Wasserhahn drin integriert. Da habe ich mir gedacht, na, kaufst du den mal. Ja, hat jetzt von Januar bis jetzt gehalten und jetzt wurde er undicht. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein. Deshalb muss ein neuer her. Eigentlich war das gar nicht geplant. Also ich muss erstmal das alte Ding hier demontieren. Was ich dann verbaue, zeige ich euch gleich. Wasserhahn abdrehen. Bei der Wasserpumpenzange, ich habe mir jetzt einen Lappen dazwischen gehalten, damit ich nicht das ganze Ding verpasse. Den habe ich schon vorgelöst. Hier, das ist einfach so ein... So, gucken, hier oben noch die Schraube lösen. Und wir kommen da so ran. Jetzt habe ich mich entschieden, es gleich richtig zu machen. Und ich habe mir so einen kleinen Mini-Durchlauf jetzt. Wie gesagt, das ist nur das Gäste-WC. Dann hier unten eine Plastikmutter. Einfach abdrehen. Das Ganze und wegnehmen. Hier war noch ein Kabel dran, das habe ich jetzt abgeschnitten, weil es eh kaputt. Ich weiß gar nicht, wo es undicht hier geworden ist. Irgendwo, also auch gefährlich hier, ne? Hier kommt das Wasser, wird es rein. Und hier irgendwo außenrum ist er undicht geworden und da geht halt auch noch direkt das Kabel rein. Also China würde ich nicht mehr empfehlen. Mache ich auch auf jeden Fall nicht mehr. Das Ding mache ich auch mal gleich ab, weil da kommt nämlich ein neues mit dran. Also nicht das Tauchrohr hier, sondern und da soll so ein Propfen, den man, wie heißt das, Abflussding, wo man direkt keinen Nippel mehr hinten am Wasserhahn hat. Und hier die Schraube, eine so eine Zentralschraube, einfach mit dem Schlitzschraubendreher lösen. Schon ist das Ding ab. Wichtig ist diese Dichtung, ne? Die kommt hier wieder drauf. 60! Und zwar folgendes. Ich habe einmal natürlich hier so einen stinknormalen Wasserhahn, so einen kurzen hier genommen fürs Bad. Wichtig ist bei dem, dass wir ein Niederdrucksystem hier haben. Niederdruck, Waschtisch, ein Hebelarmatur. Und zwar braucht man das für diesen Durchlauferhitzer. Das ist so ein Niederdruck-Durchlauferhitzer. Es gibt da zwei Anschlussmöglichkeiten. Bei dem geht es leider, also was heißt leider? Es gibt auch Drucksysteme, also die mit Druck arbeiten. Da muss man quasi von dem kalten, muss man ein T-Stück nehmen, das direkt zum Durchlauferhitzer anschließen, damit der quasi die zweite Leitung gibt fürs Warme und dann da reingeht. Aber ich musste halt das nehmen, weil ich will hier noch so einen kleinen Schrank davor wieder machen und sonst wäre das System komplett zu groß. So, jetzt wollen wir erstmal den Wasserhahn. Fangen wir erstmal mit diesem Pop-Up-Ablauf an. Finde ich ganz cool. Finde ich gut gemacht. Der ist auf dem Teller. Der kommt oben mit rein. Durchstecken. Ich zeige euch das nochmal. Hier, das Ding ist halt so ein Teil. Hier ist diese Dichtfläche, da kommt der dicht drin. Danach kommt der rein. Diese Dichtfläche kommt mit der Wölbung nach oben, hier auf den Ring, dass das flache unten liegt. Aufschrauben. Und das ist auch komplett ohne Werkzeug machbar. Bei denen wichtig ist halt nur, dass ihr darauf achtet, dass es zentriert ist. Ne? Schön festschrauben, lässt sich auch gut festschrauben. Das sollte fest sein. Diese Dinger auch mal entleeren. Ne? Da jedes Mal sammelt sich der Dreck drin. Jetzt fangen wir mal an. Hier ist der gute Wasserhahn. Warum müssen wir denn da zwei Dichtungen dabei? Da brauchen wir erstmal mit einer, ne? Mit der schwarzen. Also bei dem anderen ist auch nur eine schwarze dabei. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, warum und wo der Unterschied ist zwischen schwarzer Gummidichtung, wie man das, und brauner, ja, irgendwie, keine Ahnung. Kupfer ist es nicht auf jeden Fall, das ist irgendwie so Hartplastik oder sowas. Also Gummidichtung, Dichtring für hier unten, ne? Also hier einmal, die gleich als erstes. Dann
kommt der Wasserhahn von oben durch. Einmal so. Dann kommt, also nach unten drehen. Und das haben wir mit dem Schraubenzieher von der anderen Seite. Dieses Metallblech. Das. Dann Gummi. Ist ja klar, ne? Wenn man von unten umdreht, damit man nicht das Waschbecken kaputt macht. Und jetzt in dieses eine vorgestanzte Gewinde. Da ist also nur noch ein Loch. Am besten das Anschlag. Ne? Jetzt lässt er sich nicht weiter drehen. Jetzt habe ich natürlich keinen Schraubendrehung hier hoch. Ja, alles in Ordnung. Dann das U natürlich so drehen, dass es also an den Schläuchen mittig ausrichten. Richtung? Weiß nicht. Machen wir beide rein. Gucken, ob es dicht ist. Also hier steht hier auf jeden Fall auch, dass man beide reinmachen soll. A. Nehmen wir mal einen Lappen dazwischen, damit man sich nicht alles zerkratzt hier gleich. Ne? Das Schraube ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Jetzt zeige ich mir hier die Schablone dran. Also was heißt Schablone? Die Halterung, quasi die Wandhalterung für diesen Durchlauferhitzer. Zeichne mir das Ganze an mit dem Bleistift. Dann habe ich einmal hier, den habe ich mir auf Amazon gekauft, Fliesenbohrer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann kannst du mitten in die Fliese bohren und das passiert gar nichts. Ich nehme jetzt einfach einen Sechser. Wir haben hier oben so eine, Spitze. Deswegen kann man auch mitten in die Fuge bohren. Ganz easy. Akkubohrer nehmen. Einen schönen Dübel rein. Da auch. Schraubendreher, wo ist er? Jetzt kommt der hier. Wieder dran geklickt. Zuerst. Unten. Reinklicken. Schon sitzt der Kollege. Zack, die kleinen Schräubchen. Schrauben die wieder in der Seite rein. Kalt ist B und C ist warm. Dichtung war drin. Gucken wir mal, ob alles dicht ist. Ja. Ist alle. Machen wir auf. Wichtig ist, dass wir warm auch einmal anmachen, um das Ding zu entlüften. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Schatz. Sieht schön aus. Ja? Super, danke. Okay, danke schön. Gut, schlaf gut, ja? Ja. So. Los, komm. Jetzt wissen wir mal, ob wir warmes Wasser bekommen. Installation hat funktioniert, aber zufrieden bin ich damit auch nicht. Also wenn ich das Ding anmache, springt er an, aber ja, es ist mehr kalt als warm. Hä? Also es ist ein bisschen warm, aber je weniger Wasser man durchlässt, desto wärmer wird es. Aber warm ist was anderes. Zeig euch das mal. Hier mal so. Kleinen Strahl. Und dann kannst du hier. Das ist ganz cool. Und damit fertig. Jetzt noch ein bisschen sauber, wenn man Wasser in der Video, falls euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, abonniert und aktiviert die Glocke. Haut rein!